Sequenz erkennen konntet, habe ich euch zwei bestimmte Produkte gezeigt. Und zwar hat es damit zu tun, dass ich vor etwas, ja, schon ein, zwei Wochen roundabout, habe ich ein paar Sachen zum Testen zugeschickt bekommen. Und zwar von Keralog. Und ich habe die jetzt im Test momentan und dachte mir, ich erzähle euch da mal ein bisschen was zu. Kurz vorab, habe ich auch jetzt einen neuen Text in meine Infobox noch für die neuen Zuschauer sozusagen gesetzt. Ich erzähle immer grundsätzlich zu den Produkten meine ehrliche Meinung. Ob jetzt Produktplatzierung wie in dem Fall oder nicht, das ist ganz egal. Also mir ist es wichtig, dass ich euch wirklich nur die Wahrheit erzähle und mein Empfinden erzähle, genau. Denn ich möchte ja auch nicht, dass auch gerade die jüngeren Zuschauer oder auch generell natürlich jeder von euch nicht sein Geld für Sachen ausgibt, die nichts taugen. Also, ne? Sinn und Zweck meines Kanals ist es natürlich, euch Tipps zu geben. Deswegen das nochmal vorab. Genau, und ich habe jetzt zwei Sachen schon länger im Test. Das habe ich euch ja jetzt eben auch schon gezeigt gehabt kurz. Und zwar einmal das Keralog Tiefenreinigungs-Shampoo, beziehungsweise ein Shampoo-Mousse, was ich richtig cool finde, denn es ist ja so der Trend geworden, von Pantene kamen diese Pflegespülungen raus, die in Mousse-Form waren, dann natürlich der Duschschaum an sich. Ich muss sagen, ich bin ein ganz großer Fan von diesem Trend und deswegen finde ich es auch genial, dass das jetzt ein Mousse ist. Als mir das geschickt worden ist, war ich noch der Annahme, dass es sich um ein Shampoo handelt, aber als ich es dann hier hatte, habe ich gelesen, okay, es ist tatsächlich ein Mousse und das hat mich umso mehr gefreut. Es kommt mit so einem Pumpspender daher und es ist halt super praktisch in der Dusche zu handhaben und das liebe ich, wenn es unkompliziert und schnell geht. Ja, ich habe das, wie gesagt, schon jetzt öfters ausprobiert. Es ist mega, mega, mega ergiebig. Das hätte ich nie gedacht, gerade weil es ein Mousse bzw. Schaum ist, hätte ich es nicht gedacht. Und es funktioniert wirklich, wie ich finde, richtig gut. Ich kenne ehrlich gesagt nur das von Balea, das Tiefenreinigungs-Shampoo, was ich bislang wirklich seit Jahren benutze, weil ich ein-, zweimal die Woche schon gerne ein Tiefenreinigungs-Shampoo verwende, um einfach alle Rückstände aus dem Haar zu bekommen. Und das ist jetzt hier mit Biotin, mit Hanföl, Weizenprotein, Reisextrakt und wertvollen Aminosäuren. Genau, es ist halt auch, um einfach Rückstände aus eurem Haar zu holen. Und das finde ich, wie gesagt, sehr gut. Und mir gefällt es auch noch besser als das teilweise wirklich jetzt von Balea, muss ich sagen, weil es einfach praktischer ist wegen diesem Pumpspender. Und ich hätte gedacht, als ich das erste Mal angewendet habe, wenn ich den Schaum in mein Haar massiere, ist es wie bei manchen so, dass, also das hatte ich bei der Pantene-Spülung auch, dass mein Haar das aufsaugt und ich das Gefühl habe, egal wie viel Produkt ich auf meine Hand aufgetragen habe, dass nichts in meinem Haar ankommt. Wisst ihr, was ich meine? Und das hatte ich damit nicht, denn im Gegenteil, es hat so wahnsinnig aufgeschäumt, was ich nur vom Empfinden her für eine Reinigung brauche, auch wenn ich weiß, dass ein Shampoo nicht schäumen muss, um zu reinigen, das ist klar. Aber ich finde es toll. Also muss ich wirklich sagen. Das finde ich super. Dann habe ich ja die Kur auch verwendet. Ihr wisst, ich bin seit Jahren platinblond. Ich war zwischenzeitlich auch mal dunkelhaarig, was ich nie wieder machen würde. Also nicht so dunkel. Ich liebe einfach mein platinblond, was unbedingt wieder nachgefärbt werden muss, wie ihr das unschwer erkennen könnt. Also ganz schlimm, furchtbar. Werde ich jetzt aber auch noch machen vom Urlaub. Und ich benutze ja seit Jahren dementsprechend Silbershampoo, schwöre auf das von L'Oreal, meine ich ja, aus dem Friseurbedarf. Habe jetzt das zum Testen bekommen und ihr seht, ich habe schon ordentlich was verbraucht. Jetzt kommt die Wahrheit, das waren ganze drei, ich bin mir nicht sicher, ob drei oder vier Anwendungen, ich glaube drei Anwendung und es ist, ja gut, es ist noch nicht halb leer, aber es ist schon ganz schön viel raus, denn ich habe das Gefühl, anders als bei dem Tiefenreinigungs-Shampoo ist das nicht so ergiebig. Aber das
ist eine Sache, denn die Wirkung, wie ich finde, ist super. Was mir daran so gut gefällt, ist, dass es erstmal, man sieht es ja auch immer an der Farbe schon, wie hochpigmentiert, sage ich mal, das Silber-Shampoo bzw. Silberprodukt ist. Daran sieht man immer schon, wie gut das eigentlich wirkt. Also das kann man auch hier erkennen, dadurch, dass es so dunkellila ist. Es entzieht euren Haaren wirklich sehr doll den Gelbstich. Was mir immer sehr, sehr wichtig ist, meins von L'Oreal ist zwar noch dunkler und ist auch noch intensiver, aber das ist ja jetzt hier auch nur eine Kur und kein Shampoo. Und das Gute ist, wie ich finde, man kann das hier oben dosieren. Ihr seht, ob man mehr Kur oder mehr Silbershampoo sozusagen haben möchte. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt in der Mitte gelassen, weil ich einfach sage, gut, halb-halb ist so mein Wunsch, was ich zum Haare pflegen möchte. Und das hat auch super funktioniert. Vom Ergebnis, ich habe es nämlich heute wieder benutzt, kann ich das euch mal zeigen, bin ich echt super, super zufrieden damit. Man kann es jetzt auch ganz gut erkennen, mein Ansatz ist mega doll. Aber, Moment, ups, man sieht wirklich, wie schön, ja, kühl und klar das Blond einfach wird. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich vergessen habe, vorher eine Aufnahme zu machen, wo ich euch das zeige, aber ihr könnt euch ja auch einfach meine anderen Videos anschauen und da seht ihr ja auch, wie ich zwischenzeitlich dann mal nachgelbe sozusagen, also es hört sich komisch an, aber ihr versteht wahrscheinlich, was ich meine. Und jetzt sieht es wirklich richtig schön kühl aus und ich liebe das. Also für mich muss Platinblond kühl sein oder generell helles Blond einfach kühl. Das bin ich seit Jahren. Genau, und warum ich das Ganze so gut finde, ist, dass es eben eine Kur ist und nicht wie die anderen Shampoos so, also es ist ja normal, das Silbershampoo austrocknen, man darf das auch um Gottes Willen nicht jeden Tag anwenden, das ist klar. Und dadurch, dass es halt so austrocknend ist, ist das halt eine ganz coole Alternative, wenn man sagt, ich möchte normales Shampoo nehmen, möchte aber trotzdem, dass mein Gelbstich aus dem Haar genommen wird, habe aber dann gleichzeitig im Kombi sozusagen diese Pflege. Und das gefällt mir sehr gut. Ich habe das auch einmal in Kombination mit meinem Silbershampoo verwendet, geht auch, klar, dann sind die Haare natürlich wieder ein bisschen ja, beansprucht da, aber ja, mein Gott, ne? Also ich möchte den Effekt haben und habe dann trotzdem die Pflege. Ich finde es sehr cool, das Einzige, was halt nicht so cool ist, ist wie gesagt die Ergiebigkeit, aber dadurch, dass man das halt auch nicht jeden Tag benutzt, geht es dann auch wieder. Und ich finde, diese Pumpspenderlöcher hätten sie minimal größer machen können, weil man schon ein bisschen pumpen muss, dass man so eine gewisse Menge hat, dass man sagt, gut, da, das reicht für mein Haar. Aber sonst, von dem Produkt an sich, so, muss ich sagen, bin ich angetan. Ich hatte das auch bei uns gesehen im DM, wo ich arbeite. Wollte mir das immer mitnehmen und dann ist es aus irgendeinem Grund, ich kann euch gar nicht sagen warum, aus dem Sortiment gegangen, war reduziert. Und da wusste ich noch an dem Tag, als ich es gesehen habe, ich möchte es mir unbedingt kaufen, weil es dann auch noch günstiger war. Und ehe ich dann da war, weil ich auch arbeiten musste, hatten die Kunden das schon leer gekauft. Das gibt es ja auch in anderen Sorten. Das gibt es noch in, zeige ich euch einmal, gibt es auch noch hier in Blond zum Beispiel eben. Und es gab es für rotes Haar oder gibt es für rotes Haar und was gab es da noch? Ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall nicht nur für platinblondes Haar und da habe ich mich sehr geärgert und deswegen habe ich mich jetzt umso mehr gefreut, dass ich sozusagen das jetzt doch noch testen konnte. Ja, finde ich richtig cool. Genau, dann habe ich auch noch bekommen, ich möchte eigentlich gar nicht so lange darüber reden, aber ich sehe gerade doch schon wieder 8 Minuten. Egal, es sind ja auch mehrere Produkte und gerade bei Silbershampoo und so fragen ja auch immer viele nach, ne, was ich benutze und so. Von daher erzähle ich euch gerne meine Erfahrung da, weil ich finde, helle bzw. platinblonde Haare sind immer so ein Thema für sich. Ja, dann habe ich noch bekommen hier Platinblond diese Farb-UV-Schutz-Shampoos. Das sind so Einmalanwendungen. Die hatte ich damals auch, kann ich mich noch erinnern, wo ich dunklere Haare hatte. Und ja, da habe ich mir die einfach immer gekauft, weil es einfach nochmal die Farbe auffrischt. In dieser Sorte, wollte ich gerade sagen, jetzt wäre es was zu essen, in dieser Platinblond Nummer sozusagen oder Variante hatte ich das jetzt bislang noch nicht. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, das auszuprobieren. Das werdet ihr aber dann noch im anderen Vlog sehen. Und dann habe ich noch einmal so ein Trockenshampoo, wovon ich ja auch begeistert bin. Nicht unbedingt bei mir jetzt, weil ich, sage ich mal, 2, 3 Tage meine Haare nicht wasche, sondern ich mag das sehr gerne.
um Frisuren zu machen, weil es dem Haar einfach Griffigkeit gibt und man kann gut flechten oder generell man kann die Haare stylen. Dafür verwende ich Trockenshampoo gerne, aber natürlich auch wenn es mal schnell gehen muss oder man mal verschlafen hat morgens und sich irgendwie ein bisschen auffrischen will, ist sowas gut. Das werde ich jetzt auch die Tage noch mit euch zusammen testen. Und dann gibt es noch ein Keralock Color Spray. Da habe ich natürlich meine Lieblingsvariante zum Testen mir ausgesucht. Und zwar ist das Party Purple. Auch dazu werde ich euch irgendwann nochmal eine kleine Szene einblenden, wie ich das teste. Genau. Und dann gibt es auch noch ein Anti-Schuppen-Shampoo. Und das ist auch ein, nicht Shampoo, habe ich gerade falsch gesagt, sondern ein Mousse. Genau wie das Tiefenreinigungs-Shampoo. Und auch hier wieder mit dem coolen Spender. Und ja. Dadurch, dass ich keine, zum Glück, toi toi toi, keine Probleme mit Schuppen habe, habe ich gesagt, gut, dann möchte ich das gerne an jemanden von euch verlosen, damit ihr auch was davon habt. Und dann gebe ich dazu auch noch eine so eine Packung von diesem Farbschutz-Shampoo mit dazu. Genau. Und ja, das werde ich sozusagen an euch verlosen. Und das werde ich auf Instagram posten. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Gebe ich euch die auch noch dazu? Beziehungsweise, ich weiß nicht. Also, abgemacht war sozusagen, dass ich das Silbershampoo gerne testen möchte, weil ich ja halt eben immer Silbershampoo-Produkte oder coolen teste und generell verwende. Jetzt weiß ich nicht, ob das, dadurch, dass es halt für blondes, normales Haar ist, ob das das Gegenteil von dem bewirkt, was ich eigentlich möchte. Aber ihr könnt es auf Instagram sehen. Also vielleicht packe ich die euch noch dazu. Aber ich denke, ich werde das so für euch sozusagen verlosen. Dann werde ich das Ganze auf Instagram posten und dort könnt ihr dann gerne teilnehmen. Für alle, die kein Instagram haben, ihr könnt auch gerne hier teilnehmen und dann ziehe ich sowohl hier eine Gewinnerin und auch auf Instagram und die beiden lose ich dann nochmal zusammen. Mein Freund lasse ich dann ziehen und dann gibt es eine Gewinnerin sozusagen. Und dann könnt ihr euch nämlich auch mal von Keralock überzeugen und das mal testen. Finde ich eine ganz coole Sache, dass ihr dann auch was davon habt. Genau. Und ja, ich werde euch die Homepage mal in die Infobox setzen. Auch da könnt ihr euch mal das durchlesen. Die haben noch mehr Sachen. Aber ich muss sagen, bislang von den zwei getesteten Produkten bin ich echt begeistert. Gerade auch das Shampoo hier oder dieses Mousse, weil es einfach so ergiebig ist. Und das finde ich klasse. Also ja, aber auch die super. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die, weil die es ja auch in der Drogerie gab, dass die wirklich so gut ist. Also auch dieses Pigmentierte und einfach so, ja, so gut, sag ich mal. Weil bei Silbershampoos habe ich schon so viel getestet und eigentlich ist das aus der Drogerie immer Schrott, muss ich leider so sagen. Was es noch gibt, ist von Desange eins. Das ist so eine Color Correcting Cream. Die finde ich noch gut. Und das, wie gesagt, aber ich weiß gar nicht, in welcher Drogerie es das noch zu kaufen gibt. Wenn ihr das schon mal irgendwo noch gesehen habt, jetzt aktuell, dann setzt es gerne mal für die anderen Blondinen unter uns in die Info, in die Infobox, Quatsch, in die Kommentare, denn das würde mich sehr, sehr interessieren. Ja, genau, finde ich cool. Werde ich mir, glaube ich, auch auf jeden Fall nachkaufen, so als Ergänzung zum normalen Shampoo. Genau, ja, und das soll es auch schon gewesen sein. So lange wollte ich gar nicht mit euch darüber schnattern. Mit der Akku kurz vor Schluss. Ja, jetzt muss ich nochmal schnell aufladen. Nee, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass das Thema Haare und vor allen Dingen so Blondinen, sehr helles Blond, das ist ja auch immer ein viel diskutiertes und ja, interessantes und nachgefragtes Thema. Deswegen dachte ich, mache ich das einfach mal. Genau, jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz, was ist ganz kurz, was ich tue, so als wäre es das Normalste der Welt. Nein, ich habe eine Überraschung für euch, um ehrlich zu sein. Genau, und zwar habe ich das ja schon öfter mal gesagt, dass ich schon lange, lange für euch am Sammeln war, beziehungsweise für eine von euch. Und zwar habe ich ein Gewinnspiel am Start. Denn das folgende Paket, ich habe es mal alles schön für euch aufgebaut, damit ihr das einmal alles sehen könnt, könnt ihr gewinnen, beziehungsweise eine von euch. Genau. So sieht das Ganze aus. Also ihr seht, da ist alles dabei von den neuen Produkten aus der Tuatu-Reihe von Balea über noch eine Regenbogendusche, die ich für euch ergattern konnte, das neue
Duschgel von Balea, ein bisschen was an Schminke, LE-Produkte, Trended Up, P2, Alverde, eine süße Make-up-Tasche und auch Schmuck. Ein bisschen was von Primark hatte ich euch auch mal mitgenommen. Und noch die Pinsel von dem P2-Event, wo ich war. Ja, alles dabei. Und dieses Paket möchte ich, wie gesagt, einer von euch gerne schenken. Ich habe mir das Ganze so überlegt, dass ich das jetzt laufen lasse, genauso wie das Fitness-Gewinnspiel von mir, was jetzt auch mit dem Vlog an den Start gehen wird, also mit dem, mit dem Vlog, habe ich gerade gesagt? Nee, mit meinem Fitness-Haul auf Instagram und unter dem Fitness-Haul, also sobald der online ist, setze ich euch den auch mal hier unten in die Infobox, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, da gibt es nämlich dieses tolle kleine Set zu gewinnen von GN für euch. Genau, und das läuft bis zum 15. und ich habe gedacht, das mache ich auch bis zum 15. jetzt. Denn dann kann ich beides an dem Montag noch zur Post bringen, wenn sich die Gewinnerinnen dann beide an dem Tag melden. Dann kann ich das gleich versenden, damit ihr das dann auch zeitnah habt. Genau, und wie gesagt, das Keralog-Gewinnspiel werde ich auch auf Instagram publik machen. Und da könnt ihr dann auf Instagram und hier unter diesem Video teilnehmen. Und das werde ich auch bis zum 15. laufen lassen. Aber Teilnahmebedingungen setze ich euch natürlich unten in die Infobox nochmal zu den beiden Gewinnspielen jetzt in diesem Video. Und ja, alle, die mir auf Instagram noch nicht folgen, da könnt ihr gerne dann vorbeischauen, unterstrich Michelle Schmidt, wie gesagt. Ja, und dann freue ich mich schon, wenn ich das auslosen kann, dann, wenn es soweit ist. Und dass ich dann 2, 3 von euch glücklich machen kann mit den Beauty- und Sportsachen. Und ich würde sagen, mein Akku blinkt schon wieder, weil ich ihn nur kurz aufgeladen habe. In diesem Sinne, es ist jetzt 12 Uhr, ich muss morgen früh arbeiten. Ich werde mich jetzt abschminken, meine Zähne schrubben, mich Bett fertig machen und schnell in die Falle. Mein Freund noch auf dem Weg mit einsammeln aus dem Wohnzimmer und dann werden wir, glaube ich, schlafen gehen, denn es ist schon viel zu spät. Aber ja, ich wollte eben noch das zu Ende drehen, jetzt den Vlog für euch. Hatte eben jetzt noch den Fitness-Hall abgedreht und einen DM-Hall. Ja, jetzt bin ich aber auch müde. Morgen startet die neue Woche und dafür brauche ich auch ein bisschen Schlaf. Gewünscht. Ja, ich habe heute, habe ich euch ja eben eingeblendet, eben mit meiner Mami gefrühstückt und wir waren nämlich zusammen beim Kardiologen, sie hat einen Termin und jetzt bin ich zu Hause, es ist kurz vor 11, ich muss erst um 14 Uhr anfangen zu arbeiten, dadurch, dass ich nur 4 Stunden geschlafen habe, werde ich mich jetzt nochmal 2 Stunden hinhauen, weil heute wird es anstrengend auf der Arbeit und ich weiß, dass ich nachher sonst einen harten Abknicker machen werde, zumal ich auch mega die Augenringe habe und müde aussehe. Ja, werde mich jetzt nochmal 2 Stunden aufs Ohr hauen. Und das war gerade das Highlight. Und lange habe ich auf diesen Moment gewartet. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich grinsen, aber nach 23 Lebensjahren durfte ich es gerade das erste Mal erfahren, wie das ist, wenn meine Mama mich mit dem Auto fährt, ja. Einige denken sich so, hä? Ist doch das Normalste der Welt? Nein. Meine Mama hat mit mir vor ein paar Jahren zusammen den Führerschein gemacht. Ich hatte den mit 17 angefangen. Das heißt, es ist jetzt knapp, ja, 5, 6 Jahre her. Und ja, wir haben den zusammen gemacht damals. Wir sind zusammen zur Fahrschule gegangen und haben zusammen auch unsere theoretische Prüfung gehabt. Ja. Und seitdem ist sie nie gefahren. Leider, weil sie halt ein Schisser ist. Ja, und jetzt hat mein Stiefpapi ihr ein Auto gekauft, beziehungsweise die haben ihr ein Auto gekauft. Und jetzt hat sie einen kleinen silbernen süßen Mini, passt auch völlig zu ihr, das ist, ja, passt einfach zu Mama. Und hat ihr sozusagen gesagt, hier, ne, jetzt haben wir ein Auto für dich und jetzt hast du zu fahren. So, und jetzt fährt sie seit, ja, 1 Woche, 2 Wochen ungefähr. Und jetzt bin ich das erste Mal mit ihr zusammen Auto gefahren und das ist so ein komisches Gefühl, weil normalerweise auch ich immer fahre und ich bin das halt auch nie gewohnt gewesen, dass, ja, damals, wie das Normalste der Welt, dass Mama mich zur Schule fährt oder sowas, was, ne, man ja so hatte in seiner Kindheit, das gab es bei uns gar nicht. Das hat entweder mein Stiefpapa gemacht oder meine Oma oder mein Papa, mein richtiger, aber Mama noch nie. Ja, total cool. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass sie, ja, sich jetzt überwundert, was die Angst angeht. Natürlich muss sie jetzt Fahrerfahrung sammeln, das ist ganz klar, aber jeder fängt mal an, aber ich finde es cool, dass sie halt jetzt noch anfängt. Ja, finde ich witzig. Also es war total,
ungewohnt. Also man hat natürlich auch ein mulmiges Gefühl so, weil ja, weil es einfach frisch ist noch, aber total, hat sie voll gut gemacht und ja, cool. Ja, das wollte ich euch nur mal berichten. Auf jeden Fall witzig gewesen. Ich habe auch schon mal ein Video bearbeitet, das ist ja jetzt auch schon online, wenn ihr das jetzt hier wieder seht. Gestern Abend noch meinen GN Fitness Hall bearbeitet. Und ach ja, übrigens, ich bin ja auch gestern tot ins Bett gefallen, das Beintraining, was ich noch durchgezogen habe, war mega anstrengend. Und Leute, der Booster ist der absolute Oberknaller. Aber, jetzt kommt's, aber ich habe nicht mal anderthalb Scoops genommen, aber ein bisschen mehr als ein und das war viel zu viel. Viel zu viel. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der so reinhaut. Also, puh, der hat ja alles weggeschallert, wirklich. Aber ich war so fokussiert im Training, das war schon unnormal, also wirklich. Ja, das heißt, ist auf jeden Fall eine super Empfehlung von mir, der Pre-Workout Booster, werde ich euch unten in die Infobox setzen. Allerdings fangt langsam an. Also für alle, die noch nie Booster genommen haben oder damit gerade anfangen, einen halben Scoop würde ich erstmal ausprobieren. Ich werde das nächste Mal einen mir gönnen, aber das reicht dann auch und dann hat man auch länger was davon. Wie gesagt, setze ich euch unten rein. Ja, und jetzt, oh, hier stehen noch Weintrauben von gestern. Ich noch ein paar Naschen, glaube ich, was trinken und dann schnell ins Bettchen und dann zwei Stündchen schlafen. Genau. Ja, viel mehr gibt es gar nicht zu berichten. Das war es soweit von heute. Dann arbeite ich bis 20 Uhr und ja, viel mehr wird heute nicht Spektakuläres passieren. Morgen habe ich frei, das heißt, ich habe mir eigentlich vorgenommen, heute Abend früh ins Bett zu gehen. Ich hoffe, das klappt, damit ich dann morgen früh schön rechtzeitig aufstehen kann und alles schaffe, was ich mir so wieder vorgenommen habe, auch Videos für euch drehen und so weiter und so fort. Ja, und dann schauen wir mal, ne? Genau. Gut, meine Lieben, dann verabschiede ich mich hier erstmal an dieser Stelle. Oh, die DM-Triller schon wieder am Start hier. Ich komme von der Arbeit, hatte heute Spätschicht, jetzt habe ich gerade ein bisschen mit Schatzi gequatscht. Koche mir was zu essen, weil er schon gegessen hat. Bei mir gibt es jetzt klassisch schnell, einfach und lecker Hühnerfrikassee mit Reis. Genau, und ich wollte euch mal kurz zeigen, ich habe nämlich eben noch bei uns eingekauft, oder vorhin, und wollte euch das mal zeigen. Mein kleiner, ja, Mini-Haul, Mini, also so klein ist auch nicht, aber so ein paar Basics. Und zwar brauchen wir unbedingt Waschmittel. Das ist nämlich komplett leer gewesen, deswegen habe ich jetzt von Lenore einmal dieses Vollwaschmittel mitgenommen und einmal für Color. Das hatte ich jetzt schon einmal aufgebraucht, das ist richtig toll vom Geruch her, deswegen habe ich das jetzt auch wieder nachgekauft und deswegen will ich das jetzt auch mal ausprobieren, das riecht auch richtig gut. Da werde ich gleich die Waschmaschine schon direkt eine mit anschmeißen. Dann habe ich schon für unseren Türkei-Urlaub, der jetzt immer näher kommt, mitgenommen dieses transparente Sonnenspray. Das hatten wir letztes Jahr auch schon mit und das ist einfach so, so praktisch. Und das ist, geht jetzt raus. Ich hoffe, es kommt irgendwie was mit neuer Verpackung oder so nach. Weil wenn das ganz rausgehen würde, wäre das sehr schade. Es gibt zwar noch eine Sportvariante dafür, die ist aber noch teurer. Und das hat jetzt 2,95 statt 3,95 gekostet, deswegen zwei davon. Und auch das transparente Après-Spray. Après-Spray, genau. Ja, auch einfach, weil es mit Pumpspender ist sozusagen und ich finde das einfach super, ja, praktisch und komfortabel, sage ich mal, wenn man da eh am Schwitzen ist und so und dann sich eincremen muss. Das geht einfach viel schneller und einfacher. Dann mitgenommen auch ein paar Lebensmittel und zwar, ich stehe hier gerade in der Lampe, einmal Haferflockenfeinblatt und Chiasamen. Da möchte ich jetzt mal mehr mitmachen, irgendwie inspiriert von meiner Arbeitskollegin, die damit gefühlt alles macht und ihr Frühstück und Co. Und wo sie auch ganz scharf drauf war, was ich jetzt auch heute entdeckt habe, gibt es jetzt neu bei DM einen Reis-Chia-Drink, also reich an Omega-3-Fettsäuren. Und ja, werde ich mal ausprobieren, das Ganze. Habe ich gedacht, so in Kombination und dann werde ich mir noch Himbeeren gefroren reinmachen morgen zum Frühstück und ein bisschen Agavendicksaft auch von DM Bio haben wir da. Genau. Was ich jedes Jahr benutze, was auch nicht fehlen darf im Urlaub, ist mein Bräunungsöl. Das gebe ich sehr gerne rauf, wenn man sich abends fertig macht auf die Beine, damit die schön gepflegt aussehen. Beziehungsweise kann man natürlich auch auf den ganzen Körper, mache ich auch. Und ich liebe den Geruch, es riecht nach Kokos und es riecht himmlisch. Ich liebe das und benutze das seit Jahren. Es ist natürlich kein Schutz, wenn ich am Strand liege sozusagen und das auch benutzen möchte, auch zur Pflege, dann creme ich mich erst mit Lichtschutzfaktor ein und gebe das dann rüber. Ne? Ganz wichtig. Ja, dann, ich bin heute ausgerastet, als ich das gesehen habe, habe gedacht, oh mein Gott, wie geil, das Wasserspray von Balea, was ja so gehypt ist, was jedes Jahr im Sommer ja auch damals rauskam, was jetzt mittlerweile fest im Sortiment ist, meine ich, gibt es jetzt in der Sorte Limette und Basilikum.
für Gesicht und Körper und natürlich meine Lieblingssorte in Kokos. Wie geil ist das denn bitte? Da war jetzt heute ein Aufsteller bei uns neu. Das hatte ich auch vorhin eingebaut und das ist ja mal richtig genial. Also das riecht super. Und dann bin ich ganz neugierig gewesen, habe ich hier entdeckt, auch neu im Regal von DM Bio, weißer Tee, Pfirsich und Himbeere, also Eistee. Super hübsche Verpackung, finde ich. Also richtig toll designt. Und das gleiche nochmal mit grünem Tee, Mandarine und Zitronengras, also auch Eistee. Genau. Ja, da bin ich mal gespannt. Eisgekühlt mit ein paar Eiswürfeln, wie das schmeckt. Und Zeberdüfte mit, da haben wir aktuell jetzt wieder so ein bisschen in Frühlingsdesign, was da. Genau, im Frühlingsdesign. Und ja, das war mein kleiner, feiner Haul. Jetzt werde ich noch eine Wäsche anschmeißen, wie gesagt, und dann werde ich mich erstmal umziehen. Ich glaube, hello, Achtung, nicht erschrecken, die ungeschminkte Wahrheit ist wieder am Start. Und nicht nur die ungeschminkte Wahrheit, sondern auch, ich sehe aus wie ein Zombie, als hätte ich irgendwie nicht geschlafen oder so. Aber im Gegenteil, heute habe ich voll den Ruhigen gemacht, hatte sogar eine Mittagsstunde. Habe irgendwie ein bisschen Kopfweh, obwohl ich ausreichend gegessen und getrunken habe eigentlich, aber gut. Ja, ich sehe sehr... auch sehr blass aus, irgendwie so ein bisschen krank, aber bin ich irgendwie nicht. Naja, egal, mir geht's gut soweit, bis auf die Kopfweh. Und ja, ich sitze jetzt gerade hier in meinem Schmink-YouTube-Zimmer und dachte mir, da ich ja Sonntag auf den Flohmarkt fahre mit meiner Freundin, möchte ich nochmal ordentlich aussortieren und gucken, was ich noch ja, einfach aussortieren kann für den Flohmarkt und auch hier einfach aufräumen. Und alles, was ich nicht mit auf den Flohmarkt nehme, werde ich an Freunde und Familie weitergeben sozusagen. Das mache ich immer, wenn ich Produkte ausprobiert habe, die ich nicht vertrage oder die mir nicht stehen. Oder wo ich sage, ach, das habe ich so lange benutzt, ich aber irgendwie doch nicht, obwohl ich es mag. Bevor es dann schlecht wird, gebe ich das gerne weiter. Oder ich sammle auch immer schöne Sachen, die unbenutzt sind oder nur mal geswatcht. Und dann das nehme ich das für Verlosung. Und genau, das werde ich jetzt mal alles durchgehen. Ich habe jetzt... gerade mal zeige ich euch mal, ich höre auch hier gerade Spotify nebenbei, Musik beim Aufräumen geht immer, wie geht's euch da? Habe ich gerade jetzt den zweiten Eistee, den ich mir gestern gekauft habe, bin ich am Ausprobieren. Grüner Tee, Mandarine und Zitronengras. Und vorhin hatte ich, Moment, zeige ich euch mal, hatte ich den weißer Tee, Pfirsich und Himbeere von DM Bio. Und ich muss sagen, am Anfang fand ich die ein bisschen zu herb, ein bisschen zu bitter, aber das ging dann voll. Und ich finde die beide jetzt nicht schlecht. Also ich habe den Geschmack anders erwartet, weil man ja diesen klassischen Eistee kennt. Ist aber nicht so, aber trotzdem finde ich es eisgekühlt echt mal eine coole Alternative zu dem, was man sonst so trinkt, muss ich sagen. Genau. Wie gesagt, nehmt bei euch Musik und ich dachte mir, ich zeige euch mal kurz jetzt zum Beispiel, ich habe hier diese Alex Kommune, zwei Stück, hier ist mein Schminktisch, daneben die andere. Ich zeige euch nur mal kurz in etwa ein paar Schubladen, wie das jetzt derzeit aussieht. Knatsch. Und ich will da halt endlich wieder Ordnung reinkriegen. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie oft ich den aufräume. Aber irgendwie schaffe ich es immer wieder, den zu verwüsten, obwohl eigentlich alles seinen Platz hat. Fragt mich nicht wie, ich habe keine Ahnung. Ja, also ist noch das reinste Chaos und so geht das unten weiter. Das werde ich jetzt erstmal schicko machen. Ich weiß nicht, wie sortiert ihr aus? Es gibt ja die, die sagen... ich sortiere halt aus, indem ich die Sachen rausnehme, die ich nicht mehr benutze. Ich mache das gleich so, dass ich alles ausräume. Also ich werde jetzt mit dem linken anfangen, werde alles ausräumen, werde das, den Schrank auswischen und dann werde ich nur das noch, was ich wirklich noch behalten möchte, wieder reinpacken. Und dann teile ich den Rest auf in Flohmarkt und in was verschenke ich an Freunde und Familie. Genau, und dann habe ich mal zwei Tüten und dann bin ich auch oftmals froh, wenn ich das los bin, dann... Beauty ist mein größtes Hobby, meine Leidenschaft, das wisst ihr und ich probiere super gerne aus und viele fragen sich wahrscheinlich, wenn du so oft aussortierst, warum kaufst du dann so viel oder ne, hast immer wieder erneut so viel, weil es eine Leidenschaft ist, weil ich es liebe und wenn man merkt, Produkte verträgt man nicht oder die gefallen eigentlich so, gerade auch wenn man Sachen mal zugeschickt bekommt, dann gebe ich das eben gerne weiter oder packe es halt beiseite für euch für eine Verlosung, ja, damit einfach die Produkte dann nicht irgendwie in der Ecke landen und einstauben. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, also ich persönlich, wenn man so ein Hobby hat, was eben mit einer Sammelleidenschaft verbunden ist, ist ja egal, ob das jetzt Bücher sind oder sonst was, dass man Ordnung drin hat, weil dann, finde ich, ist es auch eine Sammlung. Alles andere finde ich so, wenn man es nur hat, um es zu haben und das sich nicht drum kümmert, die Sachen nicht pflegt, dann finde ich es irgendwie so ein bisschen messy. Also wenn ihr versteht, was ich meine, ich finde, man sollte sich dann auch darum kümmern und das pflegen und ja...
Genau. Es macht mir auch immer sehr viel Spaß. Ich glaube, es gibt den meisten so, die auch so eine Schminksammlung haben. Ich mache mir jetzt, wie gesagt, Musik an und dann liebe ich es, durchzugucken. Was habe ich eigentlich? Was möchte ich wieder benutzen? Pack alte Sachen irgendwie, die ich lange nicht mehr benutzt habe, raus und lege andere wieder weg und swatche. Und ja, erfreue mich einfach an den Dingen, die man so hat. Und ja, das werde ich jetzt erstmal machen. Ich habe drüben schon meine Kommode und alles aufgeräumt. Da standen von auch ganz schön viele Sachen drauf. Jetzt zeige ich euch mal, wie das jetzt aussieht. Ich habe hier ja diese Hemmnis-Kommode stehen von Ikea. Da meine beiden Regale, auch mit Nagellack. Das muss ich auch nochmal abstauben und alles neu ordnen. Mal gucken, ob ich da heute auch zukomme. Die sind ja von mywell.com. Die setze ich euch mal in die Infobox unten. Sind richtig cool. Und ja, so sieht das aktuell aus. Und oben habe ich Deko von Depot. Ich bin ein Depot-Opfer, ist mein Lieblingsladen und das meiste, was ich an Deko habe, ist eigentlich davon. Also sowohl die Bilder als auch die Eulen, als auch hier diese Blümchen. Die Vase, meine ich, ist mal von Nanunana. Und dieses wunderschöne Glas, dieses Windlicht habe ich mal von meiner lieben Schwiegermama, noch nicht, aber meine hoffentlich zukünftigen Schwiegermama bekommen. Genau, die Mama von meinem Freund. Und die Lampe haben ganz viele auch in meinem letzten DM-Haul gefragt. Die ist von Lebenswohnart, nennt sich das Ganze, meine ich. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, dem war so, ja. Und hier habe ich nochmal die Produkte aus der Trended Up LE, aus dieser neuen Cool Breeze LE, mir schick zusammengelegt, damit ich noch ein schönes Instagram-Foto machen kann. Ja, und soweit ist jetzt der Plan. Das heißt, ich werde jetzt mal loslegen, werde alles ausräumen. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold.